Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, heute ist es endlich wieder soweit. Nach einer längeren krankheitsbedingten Pause sind wir, respektive bin ich jetzt hier zurück, um euch zu zeigen, was denn in letzter Zeit bei uns alles so eingetroffen ist, welche Spiele bei uns neu im Regal sind. Fangen wir mal an mit The Pursuit of Happiness Experiences. Das ist eine Erweiterung zu The Pursuit of Happiness oder Das Streben nach Glück, so wie es auf Deutsch jetzt mittlerweile auch zu erhältlich ist. Um was geht es hier? Man hat jetzt ein Traumspielbrett, wo man irgendwelche Ziele vorerst mal darauf platzieren kann. Das sind am Anfang halt noch Träume, aber im späteren Spielverlauf kann man sie dann auch wirklich im wahren Leben verwirklichen und so die Punkte oder die Token, die es generieren, diese Träume bekommen. Dann war auch noch eine kleine andere Erweiterung dabei, die Tough Life Erweiterung. Da werden einfach nur neue Karten hinzugefügt, die, sagen wir mal, ein bisschen zwielichtiger sind und nicht für Jugendliche geeignet sind. Nein, so schlimm sind sie auch wieder nicht, aber es geht, wie man auch schon auf dem auf der Schachtel sieht, da sind Waffen dabei und ja, ist einfach ein bisschen nicht so alltäglich, sage ich mal. Dann auch angekommen. Zwei kleine Erweiterungen für Clank oder Clank Legacy. Hier hat nun jeder Spieler ein eigenes Starterdeck, das ein bisschen unterschiedlich ist im Vergleich zu den anderen Spielern. Also jeder hat besondere Karten darinnen und auch Figuren sind jetzt dabei anstatt der Meeple, die man hier einsetzen kann, mit denen man auf der Karte voranschreitet. Passend dazu auch Clank Legacy, das große Clank-Spiel, das jetzt diesen Legacy-Aspekt aufgreift, wo man eine Geschichte miterlebt, die ständig sich aufgrund der schon getroffenen Entscheidungen weiterentwickelt. Man klebt auf die Karte etwas auf, man zerreißt Karten, wie man es halt von Legacy-Spielen gewohnt ist, und man durchlebt eine Geschichte. Ich glaube, 10 Partien umfasst diese Geschichte. Und auf dieses Spiel bin ich wirklich schon besonders gespannt. Hier sind auch nochmal neue Figuren drin, so wie hier schon. Diese kann man dann auch ersetzen. Allerdings sollte man diese erst benutzen, steht in der Anleitung, wenn man das Grund-Legacy-Spiel durchgespielt hat. Denn es bleibt spielbar und es sollte ein ganz eigenes, einzigartiges Spielbrett zurückbleiben, das man halt aufgrund seiner erlebten Geschichte gestaltet hat. Dann auch nochmal zu Clank passend eine Kartenerweiterung zu dem normalen Clank-Spiel oder Clonk, wie es halt auf Deutsch heißt. Hier ist das der Temple of the Ape Lords. Da geht es einfach darum, dass man jetzt statt dem Dungeon oder dem Wasserverlies oder der Pyramide, die es ja schon gibt, einen Tempel im Dschungel oder den Dschungel selbst bereist, und dort gibt es so, ich weiß nicht, ob man es hier jetzt gut sieht, dann gibt es hier so Räume mit Zahnrädern, die drehen sich während dem Spiel, also deine Freunde drehen es für dich während dem Spiel, und die Pfade ändern sich dadurch immer wieder. Somit ist wieder für neue Abwechslung im normalen Clank-Universum gesorgt. Dann ist auch noch gekommen die Erweiterung für Food Chain Magnet, eines der schwierigsten Wirtschaftsspiele auf dem Markt. Da muss man besonders gut planen und Fehler werden eigentlich nur sehr schwierig verziehen. Was ist hier neu? Hier gibt es neue Meilensteine für das Spiel.
Dann gibt es verschiedene Module, die man hinzufügen kann. Es gibt neues Essen. Es gibt also Cafés und Baristas, wo die Besucher am Weg zu den Restaurants stehen bleiben können und wo man schon Geld machen kann. Und das Spiel wird dadurch wahrscheinlich, gespielt habe ich es noch nicht, ich denke schon, nochmal komplexer, als es ohnehin schon ist. Also das ist wirklich nur für Experten geeignet. Und ich bin schon gespannt, wie sich es in das Grundspiel integrieren wird. Angekommen, worüber ich mich sehr freue, Feudum Brothers and Ramparts. Ich habe das Ganze dreimal auf Kickstarter unterstützt, um eben genug von diesen tollen Schiffen und U-Booten und Ballonen zu bekommen, um die ganz normalen Holzspielsteine zu ersetzen. Jetzt ist das Ganze wirklich mit Miniaturen ausgestattet. Schaut wirklich super toll aus und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch mal in einem extra Video alles vorstellen werden. Feudum an sich eines von den bestaussehendsten Spielen, die es meiner Meinung nach auf dem Markt gibt. Die, mit diesen Schiffen kann man übrigens auch noch eine besondere Variante spielen. Da haben sie einen Angriff und eine Defensive. Diese Feudums, also diese Schlösser und diese Schiffe und U-Boote und Ballone bringen eine Stärke dazu. Allerdings muss man sie auch extra bezahlen können in der Upkeep-Phase. Und das bringt scheinbar nochmal einen neuen Kniff. Wie gesagt, ich habe es eigentlich nur aus materialtechnischen Gründen gekauft, damit das Spiel wirklich noch schöner ist, als es ohnehin schon ist. Robin von Loxley, werden wir auch bald vorstellen, ist ein schnell gespieltes Zwei-Personen-Spiel, wo die beiden Spieler versuchen, ein Set aus verschiedenen Gegenständen oder mehrere Sets mit bestimmten Gegenständen zu haben, um auf der Leiste, die rundherum verläuft, weiterzukommen. Ist wirklich eigentlich sehr lustig, ein bisschen taktisch, geht sehr schnell, unkompliziert. Werden wir auf jeden Fall noch vorstellen, davon werdet ihr bald mehr sehen. Dann haben wir noch Imperial Settlers Empires of the North. Ist der neue Spielezweig im Imperial Settlers Universum. Nördliche Völker. Wir haben es schon gespielt mittlerweile. Auch dazu wird es bald ein Video geben. Es unterscheidet sich doch zumindest ein bisschen von dem normalen Imperial Settlers, und wie es uns gefallen hat, werdet ihr bald in einer Review sehen. Um was geht es bei dem Spiel? Wer als erstes, es ist im Prinzip ein Wettrennen, wer als erstes die meisten Punkte, ich glaube bei 25 wird das Spiel dann beendet, gemacht hat während einer Partie durch Kartenausspielen und geschicktes Ressourcenmanagement, gewinnt bei diesem Spiel. Dann kommen wir zu Reavers of Midgard. Ist jetzt kein allzu neues Spiel mehr, habe ich auf Willhaben erstanden. Reavers of Midgard ist die Fortsetzung von Champions of Midgard, allerdings ist es nicht wie Champions of Midgard so glückslastig, würde ich sagen. Hier spielt die Taktik doch eine größere Rolle und das unterscheidet sich auch vom Spielsystem deutlich. Hier muss man durch geschicktes Würfel platzieren, Würfel kaufen, Worker Placement einsetzen und so weiter. Ich glaube auch ein bisschen Set Collection ist dabei. Die meisten Punkte bekommen ein Punktesalatspiel sozusagen, wo man eben durch geschicktes Verwalten seiner vorhandenen Waren, Würfel, Token die meisten Punkte herausholen sollte. Und wer das am besten macht, hat das Spiel gewonnen. Das besonders coole sind eben wieder diese Custom Dice 66 Würfel, die speziell für dieses Spiel gefertigt wurden. Außerdem in der Kickstarter-Variante ein Game Trace Insert, das alles an Ort und Stelle hält, was natürlich immer von Vorteil ist. Dann auch ganz frisch, ganz neu, Tang Garden mit den Erweiterungen von Kickstarter gekommen. Auch dazu werden wir bald hoffentlich ein Video hochladen können. Worum geht es? Man baut gemeinsam an einem Garten und je nachdem, welche
Charaktere man besitzt oder beeinflussen kann, bekommt man unterschiedlich Punkte und auch hier gilt wieder, wer die meisten Punkte zum Spielende hat, hat das Spiel gewonnen. Das Außergewöhnliche an diesem Spiel ist das Design. Es ist wirklich wunderbar anzusehen, aber mehr will ich jetzt hier noch gar nicht sagen, da wir es sowieso auch in einem eigenen Video vorstellen werden demnächst. Und dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger am Ende angelangt, denn auch noch vom Kickstarter erworben Heroes of Land, Air and Sea, ein 4X-Spiel. Hier muss man die Welt erobern, erforschen und dann die Gegner im besten Fall vernichten. Das Ganze mit zwei erhältlichen Erweiterungen, die das Spiel für 5 und 6 bzw. sogar 7 Spieler spielbar machen. Natürlich wird die Spieldauer dementsprechend länger. Was auch noch cool ist, jeder Spieler hat eine eigene Fraktion. Also es gibt Goblins, es gibt so Echsenmenschen, es gibt die Orks, es gibt Undote, es gibt Unterwasserwesen und alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und wer halt seine Untertanen am besten im Griff hat, beziehungsweise seine Krieger und seine Erforscher und diesen Kontinent, der hier bespielt wird, am besten erforscht, wird siegreich von den Schlachtfeldern ziehen. Das war es jetzt vorerst mal mit den New Arrivals. Ich hoffe, es sind vielleicht einige spannende Spiele für euch dabei. Falls ihr auf ein Spiel besonders gespannt seid, schreibt es uns doch in die Kommentare und dann werden wir uns dieses wahrscheinlich bevorzugt ansehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit unseren anderen Videos. Ich hoffe, ihr habt uns schon geliked oder abonniert und wir sehen uns dann jetzt wieder hoffentlich regelmäßiger ohne Krankheitsunterbrechung. Ciao.